Hallo? Hallo? Wer ist da? Ich heiße Nils Maximilian Bartels. Ich wollte zum Sebastian Brendel. Ja, der ist am Telefon. Ich habe mal eine Frage. Ich suche jemanden, der sich mit Rudern auskennt. Da wurdest du empfohlen. Mit Rudern kenne ich mich nicht aus. Mit Kanu kenne ich mich aus. Was ist denn da für ein Unterschied? Die einen fahren vorwärts, die anderen rückwärts. Nee, die jetzt. Weiß man doch. Ne, ich weiß das irgendwie nicht. Ich war immer nur mit dem oberen Paddelboot unterwegs. Also, mit dem Kanufahren geht vorwärts. Ja, gut gemerkt. Dann ist ja Kanufahren auch sowas wie ein Oma-Sport, weil die können ja auch immer nicht rückwärts fahren. Mir macht das sehr viel Spaß, ja. Wie lange machst du denn das schon? 25 Jahre. Oh, machst du das jetzt so zum Spaß oder machst du auch richtig Wettkämpfe? Weil deshalb rufe ich ja an. Ich bin Olympiasieger, Weltmeister, Europameister. Was? Moment, du bist Olympiasieger und Weltmeister. Ja. Krass. Dann bist du mit Sicherheit der Richtige. Pass auf, es geht um Folgendes, warum ich anrufe. Mein Opa, der will wie jedes Jahr an der Wasserski-Seniorenmeisterschaft von seinem Altersheim teilnehmen. Okay. Und jetzt ist aber von dem Boot der Motor futsch gegangen. Und da hatte ich jetzt gedacht, kannst du ja da vorne wegfahren und den Opa hinterherziehen und dann gewinnt er. Können wir mal probieren, ja. Vielleicht klappt das ja. Wenn der Opa nicht ganz so schwer ist. Und vor allem kommt es ja, ich bin ja auch bei Fridays for Future, weißt du, so ein Motor macht ja nur Dreck und du bist Öko. Wir machen das mit Muskelkraft. Ohne Umweltverschmutzung. Genau. So viel besser. Naja, außer dass dir vielleicht vor Anstrengung etwas Treibgas entfleucht. Ach so, na, ist ja nicht so schlimm. Kann ja mal passieren. Na, der Opa soll schon auf den Brettern bleiben. Wie ist denn das? Kommst du dann bei uns rum oder soll man dich abholen? Na, ich würde sagen, ich komme bei euch rum, weil bei euch ist ja auch der Teich. Ja, hast du Zettel und Stift? Ja. Also der Teich ist hier direkt bei uns vorm Funkhaus. Da ist ein Teich. Ja. Was ganz Neues.